10,2 Millionen mit Menu. Ehrenhaft. Nehmen wir. Ohne Hexe mit Besen, ja. Ein Spieler für die Geschichtsbücher. Michael Langer. Ich kann ihm einen neuen Vertrag anbieten, let's go. Michi Langer kriegt einen neuen Vertrag. Jawohl. Hat aktuell noch 2 Jahre Vertrag. Ich hänge noch ein Jährchen dran. Jawohl, Junge. Michi Langer. 3 Jahre ist eine Freigabesumme, Bro. Nein. Let's go, Junge. Geil. Gehalt. 1400, kriegst eine Erhöhung, weil du ein Spieler für die Geschichtsbücher bist. Ah, oha! Ja, komm, mach, ganz ehrlich, komm, mach. Michi Langer, 9 3-Jahres-Vertrag. Hoppe ist unzufrieden mit seinem Vertrag. Matthew Hoppe braucht einen neuen Vertrag. Okay, für 20 Tore 2,25 Millionen Handgeld ist crazy, aber akzeptieren. Einfach akzeptieren. Einfach Vertrag mit Hoppe verlängern. Ja gut, der hat jetzt halt 6 Jahre Vertrag, Matthew Hoppe. Nice. Lul. Machen wir schnell Simulation gegen Menu. Oha, Hölzel direkt getroffen. 1:2 nur verloren, aber stabil, Alter, mal ohne Witz. Florian Wirtz und Jesse Lingard getroffen. Erstmal musste ich ein bisschen Schulden abbauen. Ich will auf 100 Millionen glatt kommen, zählt mal mit. 4 Millionen. 4 Millionen. Ach Gott. 6 Millionen. 8 Millionen. Ich rund mal auf. 11 Millionen. 18. 21. 2 Millionen brauchen wir noch. Ja komm, runden wir diesmal ab. So, 23. Wir haben nur noch 100 Millionen Euro Schulden. Nochmal 23 Millionen abgebaut. So, Salazar wollten wir gleich reingehen. Der geht ja in Real Life sehr wahrscheinlich zu Schalke. Den können wir eigentlich mal als erstes probieren. Den wollen wir eh mitnehmen, als Backup. Oh, da kriege ich 10 glatt hin. Da kriege ich 10 glatt hin. Dem bin ich einfach auch mental überlegen. Einfach mentale Überlegenheit in dieser Verhandlung bewiesen. Ja, perfekt. Machen wir. Zack, Abfahrt. Abfahrt. Let's go. Erster Neuzugang. Rodrigo Salazar. Probiert euch mal aus, Jungs. Probiert mal, was da geht. Bitte nicht 90. Ehre. Jawohl! Friedrich hat sogar noch ein Tor gemacht. Nice. Interesse an Matip. Dortmund! Ey, das muss ich verändern. Ich muss Matip holen. Ey, for real? Joel Matip geht nicht zu Borussia Dortmund. Lass uns reden, Manchester United. Der geht nicht zu Borussia Dortmund. Nee. Auf keinen Fall. Ich will 24 zahlen. 24, so wie Dortmund. Ehrenmann. Digga, ich schnapp Dortmund Joel Matip so weg. Der Bruder kommt zurück nach Schalke. Was kriegt der denn für ein Gehalt? Der verdient 6 Millionen im Jahr oder so. 70k. Da bist du bei uns schon Topverdiener. Ey, Matip, wenn du jetzt zu Dortmund gehst, bin ich so menschlich enttäuscht. Wenn du jetzt nach Dortmund gehst, bin ich so menschlich enttäuscht von dir. Ich habe ihm 70k angeboten. Er geht für 9000 Euro mehr. Für 9000 Euro mehr verrät er alles. Digga, im Derby, ich werde nur auf ihn gehen. Im Derby, alle Fans. Wenn Derby ist, ne? Wenn Derby ist. Folgendermaßen. Für die, die immer in der Nordkurve stehen, ne? Wenn Dortmund mit dem Torwart an der Nordkurve ist, ne? Ich leg euch ein paar Bastelscheren dahin. Da macht ihr das Tornetz. Hinterm Tor könnt ihr kaputt schneiden. Ich leg euch ganz viele Bastelscheren dahin. Und dann holt ihr euch ein Bier. An dem Tag gibt's Freibier, zahle ich euch. Könnt ihr euch besaufen. Und jeder von euch holt sich ein Bier. Nimmt ein volles Glas. Ihr pfeift den aus, ihr bewerft den mit Bierbechern und glaubt mir, den Rest machen Rüdiger Rammels Jungs auf dem Platz. Der Typ wird weggetreten. Der wird nie wieder durch Gelsenkirchen laufen können.
Jungs, holt euch alle ein Ticket fürs Derby, Nordkurve, und werft ihm die scheiß Becher vor den Schädel, Alter. Der Typ braucht ein Schädel-Hirntrauma nach dem Spiel. Aber nicht dem Sportgericht mitteilen, sonst haben wir ein Problem. Ja, da sind wir doch. Transferangebot für Kehrer. RB Leipzig, 30 Millionen. Der war letzte Saison so scheiße. Und wir treffen uns in New York. Mit Julian Nagelsmann auf Wish bestellt. Ja, RB Leipzig, dann leg mal 40 Millionen auf den Tisch und dann können wir darüber reden. Oh, ich würde es jetzt schon annehmen. Der war letzte Saison so scheiße. Ich will den abgeben. Wenn die über 35 Millionen zahlen, weg mit dem. Ja, let's go, Alter. 40 Millionen für Thilo Kehrer. Haben sie sich schön verarschen lassen, weil der im Team of the Season war, obwohl der mit Abstand unser schlechtester Mann war. Mit einer 6, irgendwas Durchschnittsbewertung. Und wir starten aber in die Saison gegen Freiburg. Die sind Aufsteiger, das ist nice. Also ist nicht so ein schwerer Gegner, hoffentlich. Ey, Chat, ich bin dafür, dass wir Ralle Fährmann zurückholen. Für 1 Million. Ralle Fährmann, Vereinslegende. Ralle Fährmann und Long, das wird unser Du. Oh, was ist das denn? Bei asiatischen Club, merke ich direkt. 1 Millionchen, komm. Ralle muss zurück nach Schalke. Frag mal an Ralle. Komm, zahl ich. 1,2 Millionen. Frag doch mal an Ralle. Ich hol ihn doch. Frag doch mal an Ralle. Komm zurück ins Tor. Kriegst auch die Nummer 1. Ein paar Abstriche. 5000. Kriegst aber einen Einstiegsbonus von 50.000. Kannst du Shisha-Bar aufmachen. Frag mal an Ralle. What the fuck? Hä? Warum? Jetzt mal im Ernst? Warum? Hä, wie frech? Ich muss mit der Presse reden, Jungs. Ich muss Presse reden. Ist der Einzug in die UEFA Europa League realistisch? Die Qualifikation ist Pflicht. Dieses Jahr kommen wir. Die Fans sind natürlich zu Recht ungeduldig. Es steht noch kein einziger Neuzugang in der Startelf. Ist mies, aber egal. Nassim auf Matthew Hoppe. Auch diese Saison wird es wieder passieren. Auch diese Saison wird es wieder passieren. Und dann seid ihr alle ruhig. Und dann seid ihr alle ruhig. Let's go! Und da ist er, der erste Sieg im Auftakt. Und Long hat direkt das Vertrauen zurückgezahlt. Long hat das Vertrauen direkt zurückgezahlt. Hey Boss, danke. Hey Salif, du bist ein Vorbild. Hey, Sisu, wie geht's? Gut? Mir auch. Oh, wir sind bereit, 263,6 Millionen für OP anzubieten. Sisu, mein Freund. 400. Oh, ich hatte komplizierte Verhandlungen befürchtet. Wir haben eine sehr hohe Meinung von OP und sind bereit, unser Angebot auf 263,6 Millionen nochmal hier 400. Oh, wir wollen OP zwar verpflichten, aber 443, das ist ein Schnapper. Oh, wir wollten diesen Deal unbedingt. Oh, Baguette, Croissant, ich muss ganz schnell weg. Habe noch Stadt. Ja, verpiss dich. Hä? Willst du Weltklasse haben, musst du Weltklasse zahlen. Weg mit dir. Ich versuche mal Friedrich. 17 Millionen. Unter Marktwert. Oha. Alter, ja, stabil. Granada, übel die Ehrenmänner. Die wollen ja gar nichts für den haben. Weil Friedrich, der gute Marvin, hat schon durchblicken lassen. Der will unbedingt mal unter Rüdiger Rammel trainieren. Und da sind die auch ganz entspannt. Da sind die auch ganz entspannt und legen dem ganzen Vorhaben hier auch gar keine Steine in den Weg. Ehrenhaft. Ja, okay, passt. Komm, da wollen wir gar nicht groß rumdrucksen. Kriegst einen Einstiegsbonus. Kriegst für 5 Spiele ohne Gegentor auch was. Passiert bei uns relativ selten. Wir kriegen 84 Gegentore in einer Saison. Von daher, komm her. Marvin Friedrich zurück auf Schalke, Freunde. Wir haben unseren Innenverteidiger. So, erstes Heimspiel der Saison. Jungs, ihr wisst Bescheid. Fans, präsentiert euch von eurer besten Seite, ne? Guter Ball! Ach komm, Nassim! Nassim, Junge! Und die Fans freuen sich. Die sind alle glücklich und zufrieden, dass an Rüdiger Rammel festgehalten worden ist. Weil die wissen, Rüdiger Rammel steht für überfallartigen Offensivfußball.
Schön. Schön, Leveling, Junge. Bougelab und Leveling. Auch ein kleines Traum, du. Auch ein kleines Traum, du. Wir haben in dieser Karriere absolutes Rückrundensyndrom. Ach, Mann. Wieder ausgekontert worden. Gumni auch wieder, ganz ehrlich, wieder über die Seite von Gumni. Long ist da, Jungs. 83er Trainerbewertung und alle Kritiker sind ruhig. So, auswärts in Bremen, die sind 16. Junge, Bremen mit Bremer in der Innenverteidigung. Schön gespielt. Schön gespielt! Matthew Hoppe. Oh. Scheiße. Schön. Oh, Nassim, oh mein Gott! Oh mein Gott, Lionel Messi oder was? Wie ist er da durchgegangen? Hilfe! Junge, Nassim. Ja, Nassim, Bruder! Let's go! Ey, ey, ich hab's hingekriegt. Ey, 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 ey! Was ist jetzt los? Hilfe, nicht machen. Defensiv sicher stehen jetzt. Ja! Ja! Der Kapitän geht voran, Sandro Lauper. Ja, wichtig. Offensive läuft verdammt gut. Offensive läuft verdammt gut. Also da ist gut, dass wir nichts geändert haben. Da bin ich auch wirklich zufrieden. Lol, 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 lol. 270 Millionen bieten die. Manchester City, Pep Guardiola möchte Matthew Hoppe haben. 270 Millionen. Aber auch für dich, Bro. 440. 309 Millionen. 400, Bro. Unter 400 lasse ich ihn nicht gehen. 400 Millionen. Halt dein Maul. What the fuck, Alter? What the fuck? Fuck. Ich glaube, ich hätte es machen sollen. Ich glaube, ich hätte es machen sollen. Ich glaube, ich hätte es machen sollen. Ich hätte es ehrlich machen sollen. Ich wollte ihn eigentlich nie abgeben. Aber ich habe immer gesagt, so ab 300 Millionen ist halt ehrlich. Ey, das hätte ich machen sollen. Na, das war eigene Doofheit jetzt. So, wir müssen jetzt erstmal hier. Kann ich Fährmann nochmal fragen? So, Kaya wollten wir holen. Wir müssen Nassim seinen Wunsch erfüllen und Fatih Kaya holen. Kann ich ihn auch ausleihen? Nein. Fatih Kaya. Ich will ihn holen für Nassim. 3,5 Millionen. Viktor Paulsson. Was wollen wir mit Paulsson? Ja, Bro, Paulsson will ich eigentlich noch behalten. Weil er halt so bei uns Backup des Vertrauens ist. Ganz ehrlich, Nassim, tut mir leid. Aber die haben ja komplett den Arsch offen. Wahrscheinlich zahle ich für so einen Spieler 5 Millionen. Sorry, Nassim. Ey, Digga, ganz ehrlich, ich zieh die scheiß Freigabesumme. 40 Millionen, das ist fucking teuer. Aber ich will jetzt einmal einen scheiß Rechtsverteidiger haben, der auch funktioniert. Ich kaufe den Wichser jetzt einfach. Ganz ehrlich, 40 Millionen Bochum, dann ist es halt so. Aber ich muss jetzt einmal Geld in dieser Karriere ausgeben. Ohne Scheiß, ich muss es machen. Wir müssen jetzt einfach mal investieren, ohne Spaß. Wir haben so lange jetzt immer versucht, Schulden abbauen, Schulden abbauen, Schulden abbauen und den Kader dabei nicht verbessert. Jetzt wird der Kader verbessert. Jetzt wird der Kader verbessert. Kriegst bei uns sogar eine leichte Gehaltserhöhung. 28.000. Boah, ich glaube, das ist sogar Rekordtransfer, oder? Ich glaube, das ist sogar Rekordtransfer. Boah, Mvogo könnte ehrlich eine Idee sein, ne? Wenn wir den günstig schießen, ich glaube, der zockt bei Leipzig nicht. Ich glaube, der ist bei Leipzig nicht erster Torwart, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Gumni um 3 Millionen. Das geht schon mal in eine gute Richtung. Was habe ich noch für Spieler, die ich abgeben will? 10 Millionen, 5, 6% Weiterverkaufsgebühr und Otto Köhler. Ja, okay, das sieht aber echt gut aus, Alter. Mit der Weiterverkaufssumme kann ich viel machen. Weil der ist eh 30, der wird eh nicht mehr viel kosten. Ich will jetzt halt auch nicht, dass die sagen, darüber müssen wir nachdenken. Ja! Ja! Guter Deal,
Der ist 14 wert, 11,5 Millionen. Dann haben wir unsere neue Nummer 1. Und dahinter können wir Long auf ganz entspannt aufbauen. Oh, guck mal, Gehalt geht da auch gut runter. 31.000 Euro Gehalt. Spiele ohne Gegentor 10. 400.000, wir kriegen eh keine. Also wir haben eh jedes Spiel ein Gegentor. Machen wir. Guck mal, sogar deutlich weniger Gehalt. Das ist ein... Also, man kann sich über den Ngakia-Transfer streiten. Da könnt ihr sagen, viel zu viel Geld bezahlt. Der Ngakia-Transfer auf den ersten Blick eine absolute 6. Aber ohne Spaß gegen Mvogo, rein vom Preisleist, also rein vom Preisverhältnis jetzt, der ist eine 1 plus mit Sternchen. 11 Millionen, Alter. Den wollten wir theoretisch noch loswerden. Betis Sevilla. Es wäre noch ein Talent, was wir abgeben könnten, weil wir haben auf der Position noch ein paar andere Leute für die Rückrunde. Der wird jetzt bei uns eh nicht mehr spielen. Wenn wir den eine geile Summe zusammenkriegen, ist wieder eigene Jugend, ne? Wieder ein bisschen kohlischer. Ja, Bro, Alter. Also klar, 76, 19 Jahre jung, ne? Könnte man safe hochziehen, aber der spielt halt bei uns nicht, weil wir Lehmann haben, wir haben Salazar, wir haben Sandro. Mvogo feiert Debüt. Kommt, Jungs. Guter Ball! Matthew kann nämlich auch Tore vorlegen. Und das macht er sehr gerne. Das macht er sehr gerne. Und wieder nachsetzen, Jungs. Und wieder nachsetzen. Ah, Mvogo. Haben sie gut gespielt. Haben sie gut gespielt, scheiße. Haben sie gut gespielt. Guter Ball. Guter Ball. Salazar. Guter Ball. Sandro. Matthew. Ach geil. Ach geil. Ach geil. Ach geil. Einfach geil. Einfach geil. Einfach geil. Einfach geil. Ah, nein. 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 Ah, lol. Ich habe 2 Torschüsse und 2 Tore. Die haben 4 Torschüsse und 2 Tore. Hab mich vertan. Na, alles gut. Alles gut. Lol, Bayern hat schon wieder verloren. Was geht denn bei Bayern? Ich meine, wir sind immer noch Erster. Alles gut. So, Auswärtsspiel in Köln. In Stuttgart. So, Jungs. Ich will was sehen. Hä? Lol, ich habe schnelle Simulator. Ngakia! Ihr seid so ruhig. Ihr seid so ruhig. Ihr seid so ruhig. Ihr seid so ruhig. Ruhig. Alle ruhig. Ich habe gefettfingert, das ist eine schnelle Simulation, aber ihr seid so ruhig. Rabel macht seinen Job überragend. Alle Hater leise. Ist so. Meine Rede. Falls ihr der Meinung seid, Rüdiger Rammel macht einen guten Job, alle ein Like da lassen. 12.000 Likes müssen. Scheiße. Da war gut gespielt. Ngakia macht deine Seite zu. Gute Stellung spielen, mein Freund. Nein, wir haben wieder Defensivprobleme. Jungs, zweite Halbzeit Reaktion zeigen. Zweite Halbzeit Reaktion möchte ich sehen. Oh fuck, ich hab's aus Versehen geskippt. Oh Mann. Warum? Bayern hat schon wieder verloren. Hammer for real, was geht denn bei Bayern ab? Das wird so ein taktischer Masterplan. Wir spielen mit Bonasar aus Gründen. Das wird einfach ein taktischer Masterplan. Leonardo Bonucci in der Mitte von der Fünferkette. Oh ja! Ja! Matthew! Wir sind da! Ja, Bonucci, zieh mal die Lederhosen aus. Ja, das war scheiße, Bonucci. Das haben die gut gespielt, ey. Ach, Bonucci, Bro. Du darfst doch nicht rausrücken mit deinem 20-Tempo. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht rennen. Du bist alt. Ah, gut gespielt. Ist gut gespielt. Ist gut gespielt. Ist wirklich gut gespielt. Das muss man denn lassen. Muss man denn lassen. Haben sie gut gespielt. Immerhin. Ja, 3-1 in München. Ah, ja, 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 ja. So. Fünferkette wird ausgepackt aus Wetzel Wolfsburg. Gladbach. Taktisch überragend eingestellt. Schön. Emma Neu. Ja! Taktikfuchs! Alter, ist da nass ihm durchgedribbelt. Ey! War nicht unser bestes Spiel?
aber zu 0 gewonnen. Jetzt gegen Augsburg zu Hause. Da können wir jetzt wieder offensiv spielen. Das sage ich ja. Taktisch flexibel sein. Ganz wichtig. Kommt, Jungs. F in den Chat. 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 Och, Jungs. Jetzt mach doch mal einen Weg. Ja, Matthew. Schön gespielt. Ja. Geht doch. Gut aus, Jungs. Gute Kombination. Schön, schön, wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön, einfach wunderschön. Einfach wunderschön. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geil gespielt. Wie geil gespielt. 1-0 hinten gelegen. Auf 4-1 gedreht. 4-1 Heimsieg gegen Augsburg. Pokalspiel gegen Pauli. Okay. Ich werde ein bisschen rotieren. Im Pokal spielt Long. Aber ich werde nicht komplett übertreiben. Oh. Digga, wie er da durchgedribbelt ist. Wie er da durchgedribbelt ist. Matthew Hoppe. Wie er da durchgedribbelt ist. Ja. Muss auch mal der Kapitän vorangehen. Muss auch mal der Kapitän vorangehen. Lass ihn auch am Skillen. Bisschen abgehoben auch. Gegen unterklassige Vereine anfangen zu skillen. Aber die Jungs sind da. Die Jungs sind da. Die Jungs sind da. Sind eine Runde weiter. Sind eine Runde weiter. Tabellenvierter in der Liga. 9 Spiele, 17 Punkte. Wir machen mal eine Schnellsimulation. Auswärts in Mainz. Ich vertraue den Jungs. Salazar sogar mit einem Treffer. Junge, 2-0 Auswärtssieg zu 0. Jungs, ich sag's euch so, wie es ist. Die Euroleague muss dieses Jahr. Die Euroleague wird kommen. Ganz wichtiges Spiel. Ganz wichtiges Spiel. Zu Hause gegen den Dritten. Zu Hause gegen den Tabellendritten. Ganz wichtiges Spiel. Ja, Junge, let's go. Let's go. Let's go. Matthew Hoppe und Hoffenheim. Kann er einfach. Kann er einfach. Er kann's einfach. Nein, 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 nein. Bitter. Nicht zu früh, Freunde. Sind noch 10 Minuten. Nicht zu früh, Freunde. Oh, die Jungs wollen immer offensiv spielen, aber das ist in der 90. fahrlässig. Aber wir gewinnen das Spiel mit 2-1, Junge. So gut in die Saison gestartet. Tabellenplatz 3. 11 Spieltage, 23 Punkte. Köhler verkauft und wir kriegen Transferangebot für Gumni. Let's go, Chat. Wir kriegen Gumni verkauft. LOL, sind die blind. Hä, wie blind? Ich trau mich. Champions League Platz zementieren. Leveling und Sandro. Bruder, wir sind auf einer Streak in dieser Karriere. Bro. Und jetzt gegen Bochum, die sind 17. Und ich weiß, was in solchen Fällen eigentlich passiert. Die haben bis jetzt ein Spiel nur gewonnen. 5 Punkte. Ey, for real, wir haben unsere Defensive krank stabilisiert. 14 Gegentore. In 12 Spielen voll in Ordnung. Nein, 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 nein. Ja, im Vogo. Hä, und dann so ein billiges Schwanztor oder was? Hast gut gerettet. Oh ja, Hoppe. Oh ja, ich mach die Torhymne an. Ich mach die Torhymne an. Wenn Hoppe frei aufs Tor zuläuft, wenn der Konter kommt, mit MH9 vorne drin, weißt du, ist Tor. Oh nein. Hä, wie eiskalt ist ein Bochum? Guter Ball. Oh Gott. Bruder, Matthew, was war denn da los? Was war denn da los? Oh nein. Wer hat sich denn da so verarschen lassen? Friedrich.
Och, Bro. Und dann wieder so ein Krüppelspiel, ne? Darfst den Tag nicht vor dem Abend loben. Ey, wenn wir jetzt noch im Pokal rausfliegen, wäre es halt wirklich wild, auf einmal innerhalb von einer Woche, wäre die ganze Rückrunde gefickt. Hinrunde. Das wäre mies. Wenn wir jetzt rausfliegen, ist die ganze Hinrunde auf einmal am Arsch. Ja, geil gespielt. Geil gespielt. Geil gespielt. Geil gespielt. Wunderschöner Konter. Wunderschöner Konter. Ah! Boah, wie dreckig. Gareth Bale. Wie dreckig abgewichst er ihn lupft. Wie dreckig abgewichst er ihn reinlupft. Wichtig. 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 Junge, richtiger Pokalkrimi, Alter. Schön. Und jetzt schick ihn. Und Matthew, mach den Deckel drauf. Mach den Deckel drauf. Ja! Mann! Geht doch, Alter! Let's go, Mann! Schön, Friedrich. Schick ihn nochmal. Schick nochmal an Matthew. Ganz stark, Jungs. Nassi mit einer 10-0. Matthew mit einer 10-0. Ganz starke Leistung. Also aktuell liegen wir komplett im Soll, was die Saison angeht. Die Saison ist bis jetzt wirklich verdammt gut. Einzig, was mich stört, ist, dass Hoppe die Torjägerliste nicht anführt.